Ja. So, Mikro, er läuft, nicht vorbereitet, läuft. Ja. Ja, moin. Guten Morgen. Und ja, oder guten Tag oder guten Abend. Ich weiß ja nicht, wenn du da schaust. Oder auch eine gute Nacht. Ja, gut. So, ne? Seht zu hier. Zähne putzen, Schlafanzug an, ab im Bett. Ne? Weiß Bescheid. Nee, alles Gudi. Mal ein Käffchen am Start. Ich will jetzt mal eben schnell fix die Weekly fahren. Ich habe jetzt Wochenende ist voll Zeitdruck. Da werde ich zwar Videos hochladen, WRC, Avatar, Gran Turismo wird hochgeladen, hochgejuckelt. Die eine Laptime mit dem Mercedes am Anfang, was da ist, Laptime-mäßig, habe ich auch schon abgejuckelt. Also ich habe eben geguckt, nochmal eben kurze Probeaufnahme, ey, da druckelt immer noch minimal an manchen Ecken rum. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, Probleme habe ich, seitdem sich hier OBS aktualisiert hat. Jetzt ruckelt die Kamera auch noch wieder rum. Ey, was ist hier los, Alter? Ja, egal. Ist jetzt halt so. Will jetzt mal eben schnell die Weekly abknuspern. Und jetzt am Wochenende habe ich keine Zeit, da kriege ich Besuch. Der Besuch, der übernachtet auch hier. Und also jetzt von Samstag bis Montag passiert bei mir hier gar nichts, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich lade das alles hoch, was ich hier jetzt noch so habe. Und dann mal schauen. Vielleicht kommt Dienstag schon das nächste Video, vielleicht aber auch erst Mittwoch, ich weiß es nicht. Muss ich dann mal gucken. Weil klar, wenn hier Besuch ist und hier bei mir jemand pennt, dann kann ich mich hier nicht hinsetzen. Und, ne? Ey, hallo? Ey, du knackst jetzt zwar, aber ich muss jetzt zocken, ne? Ey, das läuft nicht. Ey, das geht nicht klar. Nee, alles gut, dass du da Bescheid wisst. Und ja, die Mercedes Laptime, das Üben habe ich jetzt auch schon, habe ich abgegrußt. Und ja, die Laptime gestern Abend noch voll spät gefahren. Und ja. So, dass ihr da Bescheid wisst. Also es könnte denn, es kommen zwar Videos, aber denn nicht so, wie ihr das so. Ja, bei mir ist das ja auch zeitbelastet, ne? Also ich lade die Videos ja dann auch so hoch, wie ich denn Zeit habe. Ich brauche muss ja auch erstmal zocken, dann muss ich die Videos umwandeln in 1440p und ja, dann müssen die noch hochgesaugt werden, dann muss YouTube das noch verarbeiten. Aber ihr wisst ja, wie der ganze Hase läuft. Also das andere zieht ja dann andere mit sich. Und null Getüdel. Nur Getüdel. Und ja, gucken. Also ist ja noch nicht so. Also ich brauche, wenn es gut läuft, mache ich Video, den Tag vorher hoch aufnehmen, nächsten Tag dann umwandeln und dann hochladen. Dann muss YouTube rumfummeln. Also ich sage, 2 Tage gehen auf jeden Fall. Wenn es gut läuft, kann ich es denn noch, wenn ich es denn den Tag hochgeladen habe. Manchmal ist YouTube dann auch fix. Manchmal dauert das mit YouTube, bis sie das dann auch in der Qualität denn umgewandelt haben, so wie ihr das eigentlich sehen sollt, in 1440p. Also so gut ist die Aufnahme. Also ist nicht Full HD. Also ich nehme es hier mit Full HD auf und wandle das dann in 1440p um. 60 FPS. Und ja, manchmal geht das bei YouTube schneller, manchmal dauert das aber, wie das dann immer gerade so ist. Ja, mit 4K kann ich leider nicht mehr dienen. Dafür ist mein PC leider zu schlecht. Das ist leider so. Ja, Gudi. So viel dazu. Wisst ihr da auch Bescheid? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ey, der Nacken da, der hatte immer ein 4K und jetzt nur noch so eine Grützauflösung. Das geht nicht klar. Deabonniert, Arschloch. Ja, keine Ahnung, ob das so ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall an meinen Abos hat sich jetzt so nichts getan. Sind noch zwar 6 Abos bis zu 150. Es ist ganz knapp vor dem nächsten Video, was ich dann machen könnte. Dass ich mich dann bedanke oder so ein Tüdelkram. Dass wir dann nochmal auf meinen Kanal gucken. Das ist alles passiert. Ja, mit Shorts, da muss ich dann mal gucken. Da habe ich jetzt noch nicht so dran rumgefummelt. Das habe ich immer so mit der PlayStation 5 gemacht, muss ich mich am PC nochmal auseinandersetzen. Ja, das ist natürlich viel am PC jetzt, viel am PC rumfummeln. Ne? Aber na gut, genug rumgesabbelt. Komm her, Schluck Kaffee noch und dann geht das los.
Oh, herrlich. Geht nichts über Kaffee, ne? Na, läuft, ey, da muss rein, Alter, ey, da läuft. So, Wiggly. Ja, bevor es losgeht, Wiggly Challenge, lass einfach mal ein Abo da, aktiviere die Glocke. Das würde mich sehr freuen. Unterstütze meinen Kanal so ein bisschen und, ja, mein Kanal braucht ja noch ein bisschen Liebe, ne? Der läuft, ja. Ja, Abo da lassen. Die Glocken läuten lassen, hier den Daumen nach oben da lassen, teilen und kommentiert werden kann das Ganze natürlich auch. Ja, so, ja, Weekly Challenge. Ja, da haben wir einen schönen Sunday Cup 400, denn 4WD 600. Dann kommt wieder so ein Special Event mit Volvo, das läuft. Dann haben wir Race of Turbo Sports Cars. Oha, da gehen wir wieder ab hier. Und dann einmal World Touring Car 800. Ey, das läuft ja mal ganz gediegen. Cool. Ja, Gudi, springen wir rein. Ey, ich hoffe, das mit dem Ton haut jetzt hin, ey. Ey, nicht, dass gleich wieder hier so Tonversatz oder so eine Kacke ist. Ey, ich hoffe, das funktioniert, ey. Weil wenn ich das jetzt gefahren bin, bin ich das gefahren. Da habe ich jetzt auch, ich habe auch heute, ich will nur eben die wirklich schnell abknuspern und dann ist, ey, voller Terminplan, ne? Ey, voller Plan heute. Ey, Alter. Ja, und dann halt eben, wie gesagt, von Samstag bis Montag passiert bei mir hier gar nichts. Höchstens Montagabend, dass ich dann mal wieder ein bisschen zock. Aber dann muss ich auch, der nächsten Dienstag muss ich dann aber auch schon wieder, ja. Gut, springen wir jetzt erstmal rein. Mit den Reno können wir dran teilnehmen, ja. So, dann gucken wir mal. Ey, ja, hier, den Porsche, den wollte ich schon die ganze Zeit fahren. Ey, jetzt fahren wir den, ne? Ey, jetzt fahren wir den. Klappes Ding. Ja. Das habe ich. Ey, wie ist es mit der Reifen? Oh, Alter. Ey. Ich kapiere nicht. Haben die bessere Reifen? Okay, für den habe ich noch keine besseren Reifen. So wie da keine Reifenabnutzung ist oder sowas, ey, dann werden da gleich erstmal die besten Reifen raufgequält und fertig. Das, ey, mal. Ey, und mit Sportreifen und dann so eine Kanone, Alter. Ey, ne. Jetzt, ey, Mara. Jetzt hier kein Stress am Mikro. Ja. Ja, dann mal rein, ne? Wie gesagt, wir fahren jetzt schön Cockpit an sich. Weiß jetzt auch gar nicht, wie mein. So, ich habe meinen Mikroton noch mal ein bisschen höher gestellt. Das läuft, dass er mich hier auch gut versteht. Zwei Runden nur. Ja. Edel, ne? Ja, für eventuelle Rückläufe, ey, muss ich mich entschuldigen. Vielleicht kann ich mich am Wochenende mal kurz dran setzen. Auch trotz Besuch, dass ich da mal eben kurz vielleicht noch mal ein paar Einstellungen mache. Vielleicht finde ich auch noch ein paar Tipps und Tricks oder was. Guck mal, da ruckelt das schon wieder so leicht und komm, lass abknuspern, fertig. Schönes Kfz. Mal rein hier. Ja, ich kann es auch nicht sagen, was das da wieder für ein Kram ist da. Warum das jetzt mit Arme anfängt zu ruckeln, war vorher ja nun auch nicht. Boah. Ja, du siehst, dass ich auf die Strecke komme und du fährst mir in die Karre. Ey, du bist auch lustig. Ach, das ist meine Lieblingsstrecke. Da hatte ich ja mit dem einen Porsche hier auch nun auch schon Probleme. Ja, Porsche Seuchenstrecke hier. Oh, ein alter Volvo. Alter, was das denn, ey? So ein alter Kastenwagen. Oh, Alter, ey, cool. Hammer. Ja, momentan ist technikmäßig gerade so ein bisschen Quälerei. Keine Ahnung, was da los ist. Probleme habe ich aber auch erst seitdem OBS sich aktualisiert hat. Ist auch wieder, ey, das ist, ey. Ich weiß zwar nicht, was die da gemacht haben, aber schön ist das, ne? Dennoch so geil, der vorhin noch ein Update gezogen von OBS.
Wo ist denn der Erste? Ah, ich bin schon Erster. Ach so. Ja, so ein paar Videos habe ich jetzt noch zum Hochladen. Ja, was das jetzt momentan ist mit dem ganzen Geruckel und Gestotter, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich auch die FPS-Zahl runter machen. Dass ich das Gameplay hier mit, weiß ich nicht, mit 50 FPS aufnehmen oder mit 59 oder irgendwie was. Und dass ich das, wenn ich das dann umwandle in 1440p, dass ich das dann in 60 FPS mache. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an der FPS-Zahl hier. Aber war ja vorher nicht. Ja, Technik, die begeistert. Es ist hervorragend. Fallen denn auch immer so geil von heute auf morgen, denn von heute auf morgen geht gar nichts mehr. Hast du einen Versatz drin, dann ruckelt das, dann geht die Facecam nicht richtig, ey, dann ist aber auch... Vielleicht muss ich da bei OBS wirklich die Einstellung, alles so wie ich mir das jetzt hingefummelt habe, vielleicht muss ich dann einfach alles nochmal killen und alles nochmal neu reinmachen. Ich habe keine Ahnung, ey, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch kein Mammut-PC, wo man dann sagt, jetzt knosper hier mal nicht so rum. Ja, es geht jetzt klar, ne? Mach das jetzt vernünftig und fertig. Na, schon durch. Das läuft. Ja, das ruckelt da bei euch. Ja, ein bisschen, ne? Ja, ich kann es nicht ändern. Ist halt eben so. Ja, läuft. Das Duo ist natürlich jetzt, wo das denn auch noch hier so rumspackt. Jetzt fahre ich auch noch 4C, ne? Ey, da muss er laufen eigentlich. Kann ich so eine Ruckel-Orgie eigentlich gar nicht gebrauchen. Aber na gut. Ja, der Porsche ging gut ab, muss ich sagen. Das läuft. 1,409, beste. Läuft. Schön. Ach, das ist diesmal kein fehlerfreies Rennen. Okay. Auch schon mal wieder ein Credit-Ticket. Läuft. Geil. 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 Ja, Ruf. Ein Rufauto. Er sieht aus wie ein Porsche, ist aber... Gehört nicht zu Porsche. Ist auch geil, ne? Ist lustig. Find's cool. Ja. Trotzdem schönes Kfz. Gefällt mir. War richtig schön, war angenehm, flauschig. Boah. So, damit hätten wir das erste hier geschafft. Gehen wir hier mal rein. Ja, wann ich hier die Strecken nachhole, die mir ja hier jetzt noch fehlen, das weiß ich nicht, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das muss ich gucken. So, was fahren wir hier denn mal Flauschiges? Wir fahren... Den habe ich schon so oft gefahren. Den auch, den auch. Alter, der Krankenwagen, genau. Suzuki... ja, weiß ich auch nicht. Ey, komm, wir nehmen den mal. Ey, was hat der für Reifen? Oh, Alter! Ey, das geht nicht klar, ne? Das geht nicht klar. Ich habe jetzt mal Internet abgestöpselt von hier, von dem PC. Keine Ahnung, ob da was geholfen hat oder so. Ja, manchmal ist das hier denn so, denn ist wenn das Internet angeschlossen ist... Ne, mein Internet mag ich da nicht. Der macht das Internet weg. Dass sich da irgendwas beißt oder so, ich weiß es nicht. Ja, dann ist das. Gute Reifen sind drauf. Ja, dann gehen wir rein. Läuft. Ey, momentan macht mich diese ganze Technik eierig, ne? Auch wenn ich das geil finde hier mit Facecam. Aber ey, wenn ich das nicht in den Griff kriege. Ey, Alter. Dann muss ich wieder umswitchen zur PS4. Ey, dann ist das so. Dann ist das so. Dann, dann kann ich es nicht ändern. Ja. Ist zwar dann blöd für euch, dann ist die Facecam nicht mehr da, aber...
Da muss ich wirklich so lange Kohle beiseite legen, dass ich mir wirklich einen geilen PC kaufe. Mit Power. Und dann fertig, ne? Da läuft ja nicht anders. Boah, ey, da bremsen wie so ein U-Boot, ey. Es ist geil. Es ist vollkommen geil. Ey, dann wollte ich gestern, ich habe ja gestern, ich hatte bei mir ja eine Spielesammlung, habe ich mir ja klar gemacht wieder. CD auf Zack war wieder im Internet unterwegs, Spielesammlung klar gemacht. Ah ja, und was für eine. Alter. Richtig geil. Ja, dann wollte ich eine Oldschool-Konsole an Fernseher anschließen. Ja, geil. Er hat ja keine Komponenten-Chip-Anschlüsse mehr am Fernseher. Geil. Ja, es ist so geil. Dann bist du erstmal am Kong. Dann war ich der Meinung, dass ich so ein Switch hätte, wo der mir schon besorgt hätte, dass man die alten Konsolen, ja, ne, wo man ja denn hier, die alten Konsolen, Super Nintendo und N64, GameCube, halt eben mit diesen AV-Kabeln, ne, wo man ja eigentlich denn so den, wo man das so oben an den Block anstöpselt, die Schindstänger, wo man dann auch, denn so Skatkram hat, ne? Skatkram ist ja an den Fernsehern gar nicht mehr dran, wenn du Glück hast am Fernseher, dass du da diesen AV-Krams hast. Dass du diese drei Schinch-Anschlüsse hast. Damit du dann wenigstens, weißt du, ein weißes Kabel, ein rotes Kabel und das gelbe Kabel. Diese drei Dinger. Diese, zeig ich das mal. Hier, dieses hier. Die könnt ihr ja dann da reinstöpseln. Dann habt ihr ja einen Skat hier für die alten Konsolen. Alter, oldschool, Alter. Echt hammergeil. Ja. Und dann halt eben ohne dieses Ding. Weißt du, dass ihr nur diese drei Kabel habt, die ihr dann nur im Fernseher reinstecken braucht. Fertig, aus die Mausbild. Fertig. Ey, voll das Drama, ne? Ey, voll das Drama. Alter, ey. Dann hatte ich zwar Ton, aber kein Bild. Ey, ich hab kein Bild gekriegt. Ey, Mara, war das, oh Gott, woran die Seuche wieder liegt, ey. Ey, Mara, willst alte Oldschool-Dinger spielen? Geh nicht. Nee, mag ich nicht. Mach weg den Scheiß. Oh, Alter, so einen schönen, geilen, alten Super Nintendo. Ey, mit Originalverpackung, Super Gameboy, ey, Gameboy-Spiele, alles am Start, ne? Alter. Da hab ich richtig was Geiles abgegriffen. Und dann kannst du die Kacke nicht spielen, hast kein Bild, ne? Gut, für die Hardcore-Freaks jetzt, ne? Ich brauch kein Bild, ich brauch nur Ton, ich spiel das ohne Bild durch. das kannst du natürlich auch, ne? Voll was Geiles klar gemacht wieder. Ey, und dann kriegst du kein Bild, Mann, ey. Dann habe ich hinten an meinen Fernseherstube geguckt. Anschluss. Ne, kann ich die drei Stecker nicht anschließen. Da brauche ich jetzt so einen speziellen Adapter für. So einen speziellen Klinkenadapter. So eine 3,5er Klinke. Wo hinten denn, wie bei dem Skat-Teil, was ich euch gerade gezeigt habe, dass ich das da anstöpseln kann. Und dann mit der Klinke in den Fernseher rein. Alter, voll das Drama. Ey, das brauche ich jetzt. So weit ist es denn schon, Alter. Kann sich mir nochmal anstöpseln. Ey, da hast du viel. Das ist auch so geil. Ich habe Milliarden von Kabel hier zu Hause liegen, ne? Ein Kabel dafür. Dass du da was stöpseln kannst und hier was stöpseln kannst. Ja. Das Kabel, was ich jetzt brauche, habe ich nicht. Diese 3,5er Klinkenanschluss, ey. Ich habe gerade, ich werde eierig im Kopf, Alter. Ey, dann muss man mal gucken, ey, kannst jetzt, boah, ey. Ey, jetzt konnte ich nicht testen, ob die Games wirklich alle funktionieren. Ey, da mach mich irre, Alter. Dann macht noch hier diese Technik mir hier so einen eierigen Kopf, ey. Ey, Alter, nee. Ey, momentan Technik, Alter, ey, nur Wurz, ne, ey, nur Stress, ey. Kann nicht angehen, ey. Das sieht bei euch ja ganz flauschig aus, ey, wieder. Ich weiß nicht, ob ich Gran Turismo bei 30 FPS laufen lassen kann. Keine Ahnung. Eigentlich sind die Spiele ja alle 30 FPS, ne? Ist ja jetzt kein Spiel, was irgendwie 60 FPS hat oder so. Kriegen sie auch irgendwie alles nicht geschissen. Jetzt muss ich echt mal die FPS rausstellen. Ich weiß es auch nicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt kann ich meine geile Spielesammlung nicht testen, Alter. Ey, das macht mich sowas von fertig, ey. Was Geiles abgegriffen. Auch richtig geile Gameboy-Spiele und Super Nintendo-Spiele, wo ich schon im Netz geguckt habe. Da habe ich Mega Man X drin. Was ja dann auch schon nur
Da waren jetzt zwei Spiele, da war mit Originalverpackung und der Rest halt eben nur eben das Spiel, ne? Also ohne Verpackung, ohne Anleitung, ne? Also nur die Kassette. Super Nintendo. Sind teilweise, ja, wie Mega Man X zum Beispiel. Geht ja schon jenseits der 50 bis 100 Euro, ne? Ey, nur die Spielkassette. Dennoch, ja, werde ich dann noch mal so ein Unboxing machen. Werde das denn alles noch mal dann zeigen. Das hab mich gestern auch noch voll eierig gemacht, ey. Hockst dich davor, freust dich voll, Alter. Geil, voll die Oldschool-Kacke wieder am Start, Alter. Und dann... Nee, kriegst den Ton, aber kein Bild. Boah, ey. Das macht mich fertig, ey. Ja, das sind denn so die Kleinigkeiten, ne? Wenn denn die Technik sich weiterentwickelt, aber das alte man denn nicht mehr spielen kann, das ist dann auch geil. Und hin und wieder hat man denn nochmal Bock auf das alte, dann willst du das alte spielen. Und wieder durchgelogen. Ja, ihr merkt schon, ich kau euch wieder ein Ohr ab. Ey, das ist wieder das wahre Leben bei City of Zock, ne? Ey, da ist wieder alles drunter und drüber hier. Bei City of Zock geht's ab. Da läuft. So, ja, mein Junge, schon jetzt muss ich erstmal. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich mal schon Kaffee. Läuft hier eigentlich ganz gut bei euch, ne? Oder hier auf dem PC. Es geht hier eigentlich klar, ne? Jetzt, wo ich gesehen habe, das Ruckeln, ne? Achte ich auf jeden Ruckler, ne? Das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Sonst nicht drum gekümmert. Oh, das ruckelt voll. Was ist das denn? Und weißt, und in der heutigen Zeit, in der heutigen Technik, so Ruckler. Boah! Was ist das denn jetzt? Ey, der ruckelt fast. Was ist das denn jetzt? Ne, was ist das denn? Boah. Ey, dann, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ist ja dann auch so, ne? Früher so voll das Geruckel, so voll nicht gestört. Und jetzt, wenn es ruckelt. Ey, was ist das? Ey, das ruckelt. Ja, da ruckelt das wieder so minimal. Ich weiß aber auch nicht, ob das, aber das Auto fährt flüssig. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe mir ja das eine Video mal, hab mal kurz in das eine Video reingeguckt mit dem Backrennen, wo ich ja das Backrennen nachgeholt habe. Hier von der Weekly, da hat das teilweise auch schon rumgezockelt, aber irgendwie nicht drauf geachtet, ne? Und jetzt achte ich da voll drauf, weil er geht mir voll auf den Nerven, ey, wenn man sich da so drauf eingeschossen hat, ey. Ich muss echt mal mit der FPS-Zahl rumspielen, vielleicht liegt das da dran. Gerade weil das ja auch nicht so Mammut-PC ist, ne? Ist ja so eine Möhre hier. Hat ja auch nur 8 GB RAM, hallo? Kann man jetzt nicht gerade eine Mettwurst vom Teller holen, aber es läuft. Von daher, ja, muss man halt eben Abzüge machen, ne? Aber na gut, gucken wir mal. Oh, hier Volvo, wa? Läuft. Schön. Ach, ist das das Special Event? Das ist das Special Event mit 6 Runden. Geil. Oh, ne? Ey, diese Scheiße. Mega Nordmann, ey, gib mir einen Puffer, ey. Ey, jetzt hier keinen Stress an der Kameramann. Ja, komm her, dann spring rein da in die Eiger, Nordwand. Nicht, dass ich da gleich wieder ins Pit rutsch. Junge, Magger! Jetzt bekommt das Wort alter Schwede eine ganz andere Bedeutung, oder? Ja. Mager, Lenkrad voll auf Anschlag, ey. Voll in die Kurve reingedriftet, ey. Alter. Hardcore. So, ja, wie gesagt, schöne Spielsammlung klar gemacht und dann. Holst du da raus aus der Originalverpackung und ja, da geht mir das Herz auf, Alter. Ah, besser ausbeschleunigt. Mal hast du mich gerammt oder was?
Ja, tut mir leid, wenn ich euch da hin und wieder mal so ein Ohr abkau. Aber ich denke mal, sowas habt ihr auch, ne? Dass, wenn ihr da was machen wollt und dann ist da mit Hammer voll der Wurm drin, ey. Spielt die Technik verrückt, ey. Das Geile ist, am Fernseher läuft das alles flüssig, alles knorke. Bild wird so an der Capture Card weiter durchgeschliffen, Alter. Geiles Bild hier. Dann will ich für euch Videos klar machen, Alter, ey. Und dann ist alles so. Oh! Mann, was ist mit der Karre los, ey? Hast du einen weichen Hintern, wa? Ja, gibt auf jeden Fall schon mal kein fehlerfreies, ey. Gib mir der Hintern schon wieder weg, ey. Was ist denn da los, ey? Ja, Junge. Boah, da holt die Gänge da hart rein, Alter. Ja, unter anderem war denn da bei der Spielesammlung dann auch noch Batman-Spiel dabei. Batman und Robin oder so. Es gibt ja, glaube ich, drei verschiedene Batman-Spiele. Für Super Nintendo. Glaube ich. Bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Einmal Batman Returns, oder wie das heißt. Dann Batman Forever. Und dann gibt es ja auch noch hier dieses Batman und Robin. Das war da auch bei. Da kostet nur die Spielekassette im Funny 109 Euro. Alter. Das habe ich mir aber eben bei der einen Auktion alles klar gemacht. Geil, ey. So richtig was Geiles abgegriffen. Unter anderem dann auch eine Konsole dabei. PS3-Konsole in weiß. Die Fat Lady in weiß. Die PS3. Angeblich soll das die japanische sein. Ich weiß es nicht. Also CD of Zock hat sich wieder was richtig Edis da wieder, ja, klar gemacht. Ja, und eine Tasche mit Gameboy, jede Menge Gameboy-Spiele und boah, ey, alles war das Herz begehrt, ne? Und Wahnsinn. Jetzt muss ich denn gucken, dass ich da denn noch. Junge! Sich an der Kacke zurecht. Ja, bei der PS3 Fat Lady. Da, ist alles in Weißbeine. Nein, 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 nein! Komm, gib Gummi, 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 Gummi! Ich hab keine Ahnung, wo der ist, ich kann ja noch nicht dahin kommen. Ey, da ist alles in Weißbeine. Erstmal, die weiße Fat Lady, PS3. Angeblich japanische, ich hab keine Ahnung, ich weiß das nicht. Dann, weißen Controller dabei. Ein weißes Ladekabel für den Controller und ein weißes Stromkabel für den Controller. Ich weiß das, ich weiß nicht, ob das so alles mal zu kaufen gab in Japan oder so. Oder ob sich das einfach so zusammengekauft wurde. Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall richtig geil, alles in weiß. Mann, da blüht aber das Herz, Alter. Ey, zwei Konsolen in der einen Auktion und dann. Nee, eigentlich drei. Der Gameboy ist auch noch dabei gewesen. Gameboy, so eine große schwarze Gameboy-Tasche. Boah, da war alles bei. Ey, das war so eine geile Auktion. Die war nachts zu Ende, die Auktion. Und die habe ich da voll für einen geilen Preis weggeschnabbert, Alter. Ich mache da noch mal ein Video fertig. Nur jetzt, ich habe echt keine Zeit zum Video machen, ey. Und, ja, die Fat Lady, alles weiße Kabel, weißer Controller. Ich weiß nicht, ob das original da alles bei war. Oder ob das nur die Konsole war und das alles so mal alles so separat mal dazu gekauft wurde, das weiß ich natürlich nicht. Da habe ich mich jetzt so noch nicht schlau gemacht. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Dafür gibt es die Kommentare, ja. Bin gespannt, was ihr dazu schreibt mit der weißen Fat Lady, ob es das wie ich alles mal in weiß
so zusammen gab oder ob das, ob es das nicht gab. Ja, dennoch eine PS1 war da noch bei, die alte, aber ohne irgendwas dabei, ne? Also ohne Stromkabel, ohne Controller, also wirklich nur die nackige Konsole, ne? Ja, also das ist wirklich eine Hardcore. Boah, Magma, ey, das Auto, das arbeitet aber auch. Also das war eine richtig geile Mammut-Option, ey. Da habe ich abgegriffen ohne Ende, Alter. Also. Und wie gesagt, die Auktion war dann nachts zu Ende. Ich habe nur durch Verbesserungsbeschleunigen kriege ich. Wo ist er? Ich sehe den schon gar nicht mehr. Da, Außenspiegel ist er. Ja, wie gesagt, was richtig Geiles und Edles abgegriffen. Mein Herz hat richtig Freudensprünge gemacht, ey, wie ich den gesehen habe, ey. Ja, und dann wird's den Pups testen, Alter, ey. Wird's schön so, ne? Und dann. Ja, nee. Ey, ich geb dir Ton, aber kein Wort. Ne? Und ja, PS3 ist natürlich kein Problem. Habe ich jetzt aber alles. Ich wollte dieses Oldschool-Gedöns vor dich testen. Und. Und dann ging das nicht, Alter. Und ich da rumgefummelt wie so ein Ochse, Alter. Ey, Mama. Irre geworden, ne? Meine Maus sind auch noch dazwischen. Papa, was machst du da? Papa, was machst du da? Mausi, ich bin hier gerade so ein bisschen was am Umbauen. Papa muss dann mal irgendwas gucken. Er muss ja auch ruhig bleiben. Er kann es ja dann nicht sagen, jetzt geh weg, Mann. Ja, ist ja ein Kleinkind. Die weiß ja noch nicht, was da jetzt so abgeht. Was Papa da Schönes hat und warum Papa das da macht. Und wieso Papa sich so einen Scheiß überhaupt holt. Ja, ey, das muss sein, ey. Und ja, mal gucken. PS3 ist ja. PS3 ist ja klar, das läuft ja. Da läuft mit HDMI. Ne? Das war ja schon HDMI-Zeitalter. Zwar nicht Full HD, sondern so HD-Ready-Krams da. Konnte man ja aber auch irgendwie im Full HD irgendwie einen Tüdelkram da machen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und ja, da habe ich mich jetzt noch gar nicht rangeschmissen an die Konsole. Hä? Ja, an die PS3 habe ich mich noch nicht rangeschmissen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Wochenende schaffe. Video muss, will ich dann auf jeden Fall vorher noch fertig. Da führt ja, ne? Da führt kein Weg dran vorbei, ne? Ey, da quäle ich euch mit auch. Ja. Und gerade für mich, Alter, so ein, ne, und gerade so den, ich finde den Oldschool-Shit, finde ich momentan voll geil. Ja, und dann willst du das machen und dann willst du das ausprobieren, dann willst du die Games dann auch anzocken und gucken, ob das funktioniert. Ey, dann haut die Grütze nicht hin, ey. Und dann suchst du diesen einen blöden Adapter, wo ich weiß, den habe ich. Ich habe das Stromkabel dafür, habe ich gefunden. Das ist so ein kleiner Kasten ist das. So ein kleiner Kasten. Und auf der einen Seite konnte ich auch denn diese Schmoppis reinstecken. Dieses weiße, rote, gelbe. Ne? Die Anschlüsse kann ich da so reinstecken. Und auf der anderen Seite war ein HDMI-Ausgang. So dass das denn so von da hinten steckst du das AV-Gedöns rein von den Oldschool-Konsolen. Und dann auf der anderen Seite hast du ein HDMI. Und dann kannst du am Fernseher und dann hast du das mit HDMI-Anschluss.
Meinst du, ich hab das Ding gefunden? Und ich hab auch so ein Klinken-Ding habe ich auch gehabt. Ey, das ist alles weg. Ja, weil wo das ist. Das ist auch immer dann so lustig. Dann legst du das irgendwo hin. Ja, das hab ich. Ja, das hab ich, garantiert. Ja, dann suchst du das im Finster nicht, ne? Und dann, wenn du es nicht brauchst, dann findest du es. Ja, läuft. Ja, was muss ich ja nicht haben? 700 oder weniger. Ja, was ist denn da unten los? Ah, das ist dieses Race of Turbo Sports Cars. Ja, ja, da hast du jetzt was Geiles abgegriffen. Ich werde dann mal gucken, dass ich da für euch nochmal ein Video fertig mache. Und dann geht das in die Liste Unboxing oder was ich da für eine Playlist habe. Da habe ich ja immer alles so reingetüdelt, was ich mir da so geholt habe. So konsolenmäßig. So Oldschool, Kartons. So, ja, Originalkartons von früher halt eben. Unter anderem habe ich da in der Playlist drinne, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Seite heißt. Die ist echt cool gewesen. Die ist. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, die sitzt in Spanien oder so. Spanien? War das Spanien? Nee, Irland. Ach, keine Ahnung. Müsste ich mir die Videos nochmal angucken. Müsste mal reingehen. Unboxing. Und da habe ich mir für die PlayStation 1 habe ich mir da ein Kartongo bestellt. Und das Ding war aber, der Karton ist zum selber zusammenbauen. Also den müsst ihr selber falten. Den müsst ihr erstmal ausschneiden. Mit einem Messer, einem Cutter, scharfen Messer schön ausschneiden. Und ja, dann müsst ihr den ganzen Tüdelkram dann auch selber ausschneiden, wie gesagt. Und kleben müsst ihr das dann auch selber. Das Kleber bei. Und oder eher gesagt, Kleber müsst ihr euch denn besorgen, weil da kriegt ihr dann echt so, das ist so ein flaches Ding. So, da kann ich gar nicht auf der Kamera zeigen, das ist auf jeden Fall so ein riesiges Oschi-Ding. Und ja, den Karton müsst ihr dann halt eben selber falten, ne? Und haben wir einen PlayStation 1-Karton mir gelungen. Und hat zwar ein bisschen gedorben im Versand, weil, ne, es dauert ja noch, das ist ja noch nicht, ne? Ja. Ja. Und wie lange habe ich jetzt auf den Karton gewartet? Eine Woche, 2 Wochen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. War auf jeden Fall cool. Da kannst du auf jeden Fall noch mehr Kartons bestellen, ne? Also von PlayStation 1 bis PlayStation 2, 3, 4, 5, Super Nintendo und ja, man muss aber einem klar sein, das sind keine Originalkartons, ne? Also das sind denn so mit Tintenstrahldrucker, also so hochprofessionell ausgedruckte Sachen sind das, ist das, aber musste halt eben alles denn selber denn so denn da rumfummeln, ne? Ey, weißt was, Alter? Jetzt, wo ich den Golf da sehe, aber da haben wir keine Cockpit-Perspektive, ne? Egal. Komm. Ey, was hat er für Reifen? Ja, genau. Ich fahre mit dem Auto mit Intermediates, genau. Das ist jetzt genau der Burner, ey. Rennreifen hart. Jo, nehmen wir. Ach, warte mal, das ist jetzt hier, oh, 700 oder weniger. Ey, Leute, ey, macht mich fertig. Ja, das habe ich mir denn da abgegriffen. Muss ich aber noch mal gucken. Ich glaube, diese waren in Spanien, waren die, glaube ich. Spanien? Ach, weiß ich nicht, ey. Müsst ihr einfach mal reingucken. Mal, was nehme ich jetzt für ein Auto, Mann? Müsst ihr euch mal die Playlist angucken, wie ich denn da so den Karton zusammengemüllt. Habe ich mehrere Videos von gemacht. Unter anderem ist auch das Innenleben bei. Das Innenleben müsst ihr dann auch selber zusammenbasteln. Also, ne, das ist nicht nur der Karton, das ist auch mit Innenleben. Aber dann müsst ihr alles selber zusammenbasteln. Also da müsst ihr dann schon ein bisschen rumschnupseln, ne? Ja. Ach komm, wir nehmen den Ferrari F40. Wie viel hat der? 607? Keine Ahnung, ob ich da. Ja, okay. Keine Ahnung, ob das was für euch ist. Guckt euch das mal rein. Habe ich 4 Videos von gemacht. Und es ist Fummelarbeit, gar keine Frage. Läuft. Aber es hat Spaß gemacht. Hey. Ja. Ist auch geil. Ist richtig geil. Es läuft. So, dann rein hier in der Olga. Bin ja mal gespannt. Mal gucken, was wir hier haben. Okay, kein Benzinverbrauch. Alter.
Junge, Alter, bist du mir in den Ferrari gefahren? Ey, ich hoffe, du hast eine gute Versicherung, ne? Weil das kostet dich in 40.000 noch. Das kostet dich jetzt 40, Alter. Fuck. Oh, my God. Oh, das Lenkrad, ey, voll oldschool, ey. Geil. Ja, mein Gott. Ey. Oh, ein alter Ford. Oh, der schiebt ja über die. Mein Gott. Okay, aber hier. Oh, ein Schiff. Nimmst du dich mit? Oh, mein Gott. Die da jetzt, wenn er dann fertig ist. Oh, Alter, jetzt wird mir da vor der Nase rumgegurkt. Ey, Mann. Komm, gib's Sonder. Oh, wenn er nicht so lange bremst, wie ich hätte, ne? Neunter bin ich schon. Ist das hier mit Reifenverbrauch? Ey, ist nix an oder was? Cool, kann ich richtig rumholzen, wa? Ja, jo, die Weichenreifen nehmen können. Geil. Jawohl, schön auf der Bremse vorbei. Ey, läuft, Meister. So einen schönen Ferrari R40, ey. Ach, wenn es die auch für einen Schnapper geben würde, ne? Wäre ich dabei, ey. Aber kommst du auch nicht billig ran. Aber ich hoffe, das Video, ey, da passt das Bild und einigermaßen und vor allem auch Ton, ey. Nicht, dass ihr da jetzt gleich wieder voll den Tonversatz habt oder so. Weil das Video wird ja nun ein bisschen länger, ne? Oh, der hat aber auch einen Bremsweg. Wenn ich jetzt in die Beschreibung reinschreibe, Alter, hier, Wiki Challenge mit Ferrari R40. Hier, wird nur auf die Ferrari-Stelle vorgespielt. Ein Platz noch, dann bin ich drinnen in der Vorgabe. Boah, mit dem Wagen muss aber auch kämpfen, Alter. Na doch. Ferrari, Mann. Läuft. Nicht so ein Schrubbel Mercedes hier.
Machst du mir jetzt die Tür zu oder was? Nee. Danke, Edelmann, Alter. Sehr schön, danke. Cool, so fährt man, Alter. Okay, der ist hinten, also hätte ich auch die Tür zumachen können. Aber wie das denn so ist, dann stechen sie noch mal eben kurz rein, dann hast du hier voll Probleme. Aber auch Zunder, ey, Alter. Ah, boah, ich zuckel so ein bisschen, ne? Oh, da rutsche ich über die Vorderachse! Ja. Ja, und die Spielesammlung, die ich klar gemacht habe, die kam in zwei Kartons, ne? In zwei Kartons kam die Spielesammlung. Hammer. Das, ja, aber ey, meins. Dafür kann ich wieder einen Wobei machen. Boah, nochmal eine Schnellste hingelegt. Geil. Hammer. Ich weiß nicht, was das ist, aber den Ferrari R40, ey, der ist so geil. Ich finde den Porno. Es ist so ein geniales Auto. Vor allen Dingen, wenn du den Kofferraum aufmachst und die Motorhaube oder ohne vorne so die Front wegnimmst. Ey, Alter. Der Kofferraum, Alter, da geht erstmal, dann hast du da erstmal hier so ein riesen Oschi-Teil. Und Alter, dann machst du hier vorne die Motorhaube auf. Denkst du, Mann, wo ist das Auto hin? Hast du da ein flaches Ding da nur noch stehen, ne?
Also, das ist wirklich Hammer. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja, ein fehlerfreies Rennen wird es wohl nicht sein. 127.000. Das war fehlerfrei. Alles klar. Ja, das ist normal. So eine geile Möhre. Die Ansicht war ja geil. Boah, mit dem schönen Fahrer ja immer in den Wicken rein. das ist so geil. Oh, da ruckelt aber ein bisschen mal. Kann man nicht ändern. Ist halt so, ne? Oh, ui. Schon gleich ein Stündchen aufgenommen. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton alles. Boah, ich muss sagen, der Ferrari, er fährt sich der ja schon echt knorke, ey. Und der mit dem Ford Sierra, ja genau, ey, genau, das ist auch so geil, ey. Voll zwei Oldschool-Wagen nebeneinander, ey. So, so schön das auch alles ist, aber jetzt müssen wir auch mal jetzt zu der letzten Strecke kommen. Da ist schon gleich eine Stunde aufgenommen hier. Das geht nicht klar. So, dann hier. Was nehmen wir denn mal für ein Kfz? Wie viel darf ich denn? Denn 800 oder weniger? 800 oder weniger? Ja, geil. Geil. Das ist geil. Das ist ja jetzt auch wieder mit Spritverbrauch. Das muss man dann auch wieder kicken hier. Na komm, wir nehmen mal den hier. Oh, nee, der hat der. Moment, ich muss mal was gucken. Rennreifen hart, mittelweich hat der, Intermediates und Regenreifen. Hervorragend. Weil Suzuka traue ich überhaupt nicht über den Weg, weil da ist nämlich manchmal auch voll die Schiedkram am Start. So, dann gehen wir erstmal hier. Weiß ich nicht. Gehen wir erstmal rein, weil da ist ja jetzt dann auch Benzin und Reifenverbrauch und vermutlich dann auch noch Regen. Also es wird wieder voll Chaos. Zehn Runden. Der läuft aber mal ganz gediegen, Meister. So, dann gehen wir rein da in die Olga. Läuft. Junge. Ja, hast dich schon leicht verbremst, ne?
Einmal eben hier den Wetterradar angeschnipselt hier. Oh! Na, da kam die Puperze aber rum, Alter. Wer läuft? Oh, ich kann die Kurve nicht einsehen. Oh, der hat echt gut Grip, ey. Hä, ja, schon Probleme mit der Reifen oder was? Ja, was mir jetzt echt noch fehlt, das wäre jetzt echt ein geiles Gimmick. Das könnte Polyphony da mal reinmachen. Mit was für Reifen die fahren? Wer mit was für Reifen fährt hier gerade? Oh, da hat die Viper aber einen Drift hingelegt, Alter. Oh, Wahnsinn, Alter. Ey, geil. Oh, da kommt eine Regenfront. Ich sehe das da oben schon wieder. Der kommt wieder aber dran. Jo, der Himmel bezieht sich auch schon. Boah, mein Gott, ey. Das war hart auf der Bremse, ey. Das zieht vorbei, okay. Wieder so ein 50-50 Ding, dass wieder hier richtig der Schmalzwanner kommt vom Himmel. Ey. Mann, was eiert ihr denn hier rum, Alter? Reifen durch oder was? Ey, dann muss ich gehen. Na, komme ich außen dran vorbei? Ja, komm, lass Papa mal vorbei hier. Oh, Makro, ey, was machen die da nicht für ein Kuddelmuddel, ey? Ja, man, Naka ist aber ganz schön hart, ey. Ne, kommst du vorbei? Ne. Vorbeikommen ist hier nicht. Nein! Jetzt kommt aber echt Grütze rüber hier. Ah, Reifen so ein bisschen dreckig, bestimmt noch überhitzt. Du bist so ein Kackfrosch, Alter.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kriegen wir, den kriegen wir. Shit, doch nicht gekriegt. So, zieh, Baby, zieh. Sehr schön. Voll eins abgezogen. Okay, regnen tut's noch nicht, sonst wäre der Scheibenwischer an. Sind auch keine kleinen Drops, sind auch noch nicht auf der Scheibe. Boah, der kommt garantiert gleich einfach runter, ey. Schon gleich wieder voll das Chaos, ey. Aber ich muss sagen, die harten Reifen, die halten sich echt gut. Obwohl ich hier schon wieder hart am Limit bin hier. Boah, da fährt der Dritte. Cool. Hammer. Alter, endlich die Kurve. Oh, hier geht schon los. Jetzt ist Regen. Naja, was heißt Regen? Bisschen gedribbelt, ne? Da kommen wir Blaues rüber. Da kommen wir Blaues rüber. Gleich wieder Chaos hier. Riskieren wir es jetzt noch mal eine Runde zu zwitschen hier. Wir riskieren das jetzt. Zieh dir auf Zock mit schnellste Runde. Da läuft, so muss das sein. Ja, das, ja. Ist auch gar nicht so nass, okay. Na, jetzt zuckelt er so. Jetzt ist er noch nervös jetzt. Ja, 14 Sekunden Abstand, ey. Was ist los, ey? Jetzt wird es ungemütlich. Boah, jetzt mal. Oh, Mac, was kommt da denn rüber? Er rutscht da. Boah, da kommt gleich wieder was runter. Da kommt aber gleich. Boah. Geht aber ab hier. Ah, hier. Jo, hier. Haha, hier sind die auch alle. Boah, hier ist wirklich. Oh mein Gott. Die blinken auch schon, die gehen auch ins Pit. Ah,
Damit fahre ich raus. Intermediates, Regenreifen. Ach komm, wir nehmen die Regen. Und ich habe gerade, ich hätte einen Fehler gemacht. Dabei sind die anderen, haben der Ola erstmal voll in der Kurve dann voll weggerutscht, Alter. Wahnsinn. Hammer. Geil. So, wie viel tanken war der mal? So, das reicht. Kommt weiter. Oh, das ist sogar grün. Was ist denn los, ey, Mann? So, jetzt habe ich endlich Ruhe. Sag nicht, die sind jetzt wieder mit normalen Trockenreifen raus, ey. Mago, trotz Regenreifen merkst du das hier aber. Ist kurz vor Aquaplaning, ey. Alter, aber ganz knapp. Könnt ihr das sehen? Ja, ganz knapp könnt ihr das sehen, da an der Seite. Oh, hier ist Aquaplaning, aber voll ist voll. Ja gut, voll ist voll nicht, aber... Die sind so krank, ey. Da sind die mit harten Reifen unterwegs, bei Regen, Alter. Ey. Oh. Suzuka hat ja mal wieder alles gezeigt, was geht, Alter.
So, kommt da jetzt noch mehr oder war's das? Mit Regen. Fahren wir ein bisschen ins Wasser hier. Reifen kühlen. Ja, abseits der Strecke sollte man dann schon nicht mehr fahren. Die jetzt eigentlich auf oder mache ich Abstand oder was mache ich da jetzt eigentlich? Ich mache Abstand, okay. Gut, solange ich mit Regenreifen Abstand mache. Oh, Alter, die Regenreifen rubbeln jetzt aber auch noch. Die gehen jetzt in Moors. Oh, fahren wir mal ein bisschen hier ins Wasser, ein bisschen abkühlen hier. Okay, der ist drinne. Was wollt ihr? Weiche Reifen holt er. Okay, alles klar. Der könnte jetzt theoretisch jetzt aufholen. Der holt auf Weiche. Und Frager bleibt mit. Ne, der hat auf Weiche. Okay. Alter, Reifen. Halten die jetzt noch eine Runde? Boah, das wird jetzt aber... Boah. Ich mach Abstand noch. Komm, ich riskier's.
Ich gehe volles Risiko jetzt. Also vorne und hinten sind fast die Reifen auch noch gerubbelt, Alter. Das wird jetzt hart, boah. Geht schon los, Alter. Boah, ey. Alter, merkst du? Ja gut, ich habe 35 Sekunden, dann kann ich mal ein bisschen rumeiern. Da kannst du richtig sehen, wie das Weiße weggeht. Die Reifen sind gleich durch. Eine Seite ist gleich durch. Oh, da haben schon gelbe Flaggen wieder. Vorne ist durch. Vorne ist komplett durch. Hinten dauert auch nicht mehr lange. Der Wagen, der rutscht vorne so weg, Alter. Alter, die Reifen, die waren aber auch richtig durch, ey. Jetzt zum Schluss haben die Regenreifen richtig aufgegeben, Alter. Kommt man in die Szene. Hast eine Kurve gemacht. Aber ja, Shit Kaffee, Alter. Mann! Aber was auch gut kann, nicht kalt werden war. Boah. Alter, das war mal wieder ein Suzuka-Rennen. Hat ja Suzuka alle Ehre gemacht wieder. Es läuft. Alter. Die haben fast 20 Sekunden weggeknuspert, ey. Dadurch, dass sie jetzt mal eben kurz noch einen Reifenwechsel gemacht haben. Aber nicht ich. Das war cool. Das hat mir auch richtig Bock gemacht, ey. 4 Mille auf dem Konto, ey. Der läuft. Boah, Crit-Ticket, eine halbe Mille. Geil. Das ist cool. Das ist richtig gut. Ja, Leute. Das war Wiggly. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe. Ja, gut, Bild, die Ruckler, das war klar. Aber ich hoffe, der Ton, der passt. Jetzt ist eine Stunde 20 gleich. Ey, ich hoffe, der Ton, der passt überall rein. Ey, Alter, jetzt kriegen wir einen Anfall. Ja. Gucken wir uns die Wiederholung noch ein bisschen an. Aber das war jetzt echt mal wieder spaßig, ey. Oh, richtig Bock gemacht, ey. Da fragt man nicht nach Sonnenschein, ey. Da haben wir mal wieder richtig geknuspert. Gerade denn zum Schluss mit den Regenreifen. Moor, Alter. Moor. Ja, da konntest du aber auch sehen, ey. Die Regenreifen, die waren jetzt aber auch komplett, Alter. Da war fast nur Slickreifen. Ja, geil. Hey, Produktwerbung, was ist das denn hier? Ja, guti, Leute. Das war spaßig. Wie gesagt, mit meiner Mammut-Auktion da, mit den Konsolen, mache ich noch Video fertig, gar keine Frage. Da werde ich euch dann nochmal alles zeigen, was da alles so denn, was ich mir da ersteigert habe. Und die, wie gesagt, die Auktion war nachts zu Ende. Ich gucke meistens immer gerne, ob die Auktionen nachts zu Ende sind, weil dann kannst du meistens immer die geilsten, die geilsten Schnabbers machen. Na, das läuft.
kann euch sagen, die ganze Option, ey, 100, 200 Euro, ne? Nur weil die Nachts zu Ende war. Die Leute geben ja dann auch ein Höchstgebot ein und dann gehen die Leute knapp. Ja, das ist meistens ein Fehler. Gut, ist natürlich dann knackig, ne? Für Leute, die natürlich arbeiten müssen, ist natürlich übel. Klar, gar keine Frage. Ich kenn da auch ein Lied von singen. Aber jetzt, wo ich ein bisschen Tiet habe, habe ich mal wieder ein bisschen was gekickt. Ich habe mir da eigentlich ausgerechnet, dass ich die Option auch nicht gewinne. Aber das war einmal eben die Option für 199 Euro. Ne? Ohne Versand natürlich. Ne? Also Versand kam jetzt dann nochmal zweimal Versand. Und habe ich dann ein bisschen mehr überwiesen. Ne? Ist natürlich klar. Weil das war dann doch zu viel und war da schon Karton fertig gemacht. Das passt nicht. Ist zu viel. Muss zweimal Versand machen. Ja, gut, alles klar. Wie brauchst du noch? Ja, so und so viel. Ja, alles klar, hier ist gut. Ja, habe mich jetzt insgesamt Versand jetzt dann nochmal 20 gekostet. Jetzt dann, ne? Aber, tja, nun. 220 jetzt, ne? Aber für die Sammlung, ey, ich mache euch ein Video fertig. Ist das Schnapper. Zumal man mal die Preise jetzt mal so gucken muss. Vorne sind da Spiele bei, wo man denkt, Alter, ey, für den Preis, ey, Schnapper. Ja, läuft ganz gediegen. Hat mich gefreut, die Auktion, dass ich mir das geiern konnte. Und Video kommt auf jeden Fall. Einmal darüber gezwiebelt, ey. Mach den los. Gut, das war die Weekly Challenge. Das hat echt Laune gemacht. Das war spaßig. Ja, das war richtig spaßig. Das war Gaudi Deluxe. Ja, gut. Dann habe ich jetzt erstmal alles abgeknospert. Ich hoffe, das passt alles so einigermaßen an. Ja, vor allem kann ich mir jetzt bei den Weeklys ja auch immer schön Zeit lassen. Dann brauche ich da nicht durchhetzen und kann euch dann auch immer schön ein Kotelett ans Ohr labern und all so ein Tüdelkram, ne? Guti, alles klar. Hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, für die, die das Video jetzt gleich gucken, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, knuspert ordentlich einen ab. Ordentlich schön im Bett rumknuspern. Und für die Leute, die das ein bisschen später sehen, ja, Wochenende vorbei, ne? Da läuft. Ja, Sonntag 6 Tage. Auch alles ganz frischi frisch. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun, eine Menge zu tun. Und ja, dann kommt das nächste Video von mir. Gran Turismo mäßig oder auch ein anderes Spiel, keine Ahnung. Kommt denn erst, vermutlich erst Dienstag oder halt spätestens Mittwoch, ne? Ja, gut, bei Laptime und bei Weekly wisst ihr ja selber. Weekly alle 2 Wochen und Weekly alle 2 Wochen, ja. Schon ein weggeknuspert, ne? Ich brauche noch einen Kaffee. Weekly kommt ja einmal in der Woche, kommt ja mal freitags. Und Laptime ist ja dann immer donnerstags. Ist doch cool. Haben wir Donnerstag was zu cruisen und Freitag was zu cruisen. Ah, läuft doch. Ist doch ideal. Ja, Guti, dann war es das von meiner Seite. Macht euch einen schönen. Das war einmal die Weekly. Ja, ich denke, soweit ist alles zu schicki-schick. Wie gesagt, mit der Technik hier. Keine Ahnung, wo da der Wurm drin ist. Ich weiß das nicht. Muss ich den Wurm mal rausziehen, dann läuft das auch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich da ja noch irgendwie was, wo ich denn da was machen kann. Vielleicht auch die FPS runterstellen oder so. Ich habe keine Ahnung. So viel denn erstmal. Denn.
dazu. Guti, dann wisst ihr Bescheid. Hat Spaß gemacht. Seitdem ich die Kamera mache, macht mir das voll Spaß. Ey. Ich kann hier voll einer abzörteln, ey, rumblödeln und wie Ohrmann. Ja, läuft. Mach ich auch nur für euch. Gut. Wenn dir das nicht gefällt, so, ne, wenn du siehst, ne, der blödelt mir zu viel, das kann ich mir nicht antun, das kann ich mir nicht antun, entweder die Kamera kommt weg oder ich deabonniere dich. Du musst mich deabonnieren, ne? Es läuft. Nein, Spaß. Lass mal auf jeden Fall ein Abo da, aktivier die Glocken, könnt ihr ein bisschen Glocken läuten lassen und Daumen nach oben teilen und kommentieren könnt ihr natürlich auch, aber über ein Abo und die Glocke würde ich mich freuen. Guti. Alles klar. Dann war's das von meiner Seite. Jetzt zum achten Mal erzählt und dann macht euch einen schönen. Bis dann. Ciao, ciao.